Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt auf meinem Kanal. Wie ihr gerade seht, ich spiele gerade DayZ auf der PlayStation 4 und ich möchte euch gleich den Wind aus den Segeln nehmen, bevor einige in den Kommentaren rummeckern, so eine Frechheit und alles drum und dran. Ja, das Spiel ist 4 bis 5 Jahre alt, also auf dem PC kostet es 19,99 €, auf Xbox um die 30, auf PlayStation kostet es 50. 50 Euro meiner Meinung nach ein bisschen zu heavy für so ein Spiel, was eigentlich schon, ja, bockenalt ist. Ich will jetzt nicht krass groß jetzt sagen, okay, ich kenne mich jetzt hier überall komplett aus, ich habe das Spiel komplett alles durchgespielt, was es gibt. Nein, ich spiele jetzt seit circa 10 Minuten, habe ein kleines bisschen Ausrüstung geholt und sorry, dass es gerade so arschdunkel ist. Es ist hier gerade früh am Morgen, ich bin jetzt frisch auf so einem Server raufgegangen. Server großteils momentan alle voll, aber es läuft relativ stabil. Die Framerate, ich sag's auch gleich zum Anfang, es ist in meinen Augen gerade ein Graus. Also ich habe es auf der Xbox One X gespielt in 4K HDR mit 60 Bildern die Sekunde und bin jetzt hier auf 1080p mit knapp 30. Das soll ja natürlich nicht heißen, das Spiel ist scheiße, alles drum und dran. Vielleicht kommen noch Updates, obwohl... ich will über das Spiel nicht lästern. Also es gibt in dem Sinne, Spiele wie diese eigentlich auf der PlayStation gar nicht. Also, bevor jetzt einer sagt, oh ja, geil, Ballerspiel, das ist es nicht. Also, DayZ, ich will jetzt nicht den Veteranen vorschreiben und sagen, okay, ihr habt keine Ahnung und sowas alles drum dran. Nein, ich muss selber sagen, ich habe recht wenig Ahnung. Das ist kein, ich suche mir alles und baller alles über den Haufen. Nein, das ist ein Spiel, wo man ein bisschen Zeit investieren muss. Also Ausrüstung suchen und ja, sich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Haus bauen, also Base Building hier existiert. Ich habe jetzt auf dem PC gespielt, da kannst du dir Zelte besorgen, kannst dich in Häuser verbarrikadieren. Also da läuft einer. Ich will mich jetzt nicht gleich ins Gefecht stürzen hier und mich mit irgendwelchen Leuten prügeln. Aber das Grundprinzip ist eigentlich da, dass du nicht jeden umbringst, der in die Quere kommt, sondern auch mehr mit Leuten zusammenarbeiten, denn es gibt hier in der Welt Zombies und es gibt natürlich Spieler. Ich bin jetzt gerade auf einem recht vollen Server. Da hinten ist meine Fackel. Das hat, glaube ich, ein paar Leute abgelenkt. Ja, es ist nicht nur Baller, 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 sondern auch ein bisschen taktisches Denken, mit Freunden zusammenarbeiten und wenn du stirbst, ist alles weg. Es hat so einen kleinen Flair mit dem Suchen von Ausrüstung wie bei PUBG. Ist aber ein komplett anderes Spiel. Also ich will nicht sagen, dass das Spiel ist wie PUBG. Nein, ganz im Gegenteil. Hier musst du wirklich überlegen, wie du überlebst und wo du überlebst. Weil du musst dir Essen, Trinken besorgen. Ich sitze unten rechts in der Ecke. Man verhungert schnell. Wenn du viel läufst oder das Trinken geht alle, dann hast du einen Batzen. Oder wenn du eine Krankheit hast, da hast du auch einen Batzen. Du musst dich in der Umgebung wirklich umschauen, wo du deinen Loot ranbekommst. Sorry, dass das so bockendunkel ist. Musst gucken, wo du dein Zeug ranbekommst. Ich habe jetzt schon mal, ich lege mich mal besser hin, dass ich besser immer mit Tag gucken kann. Steuerung hat sich meines Erachtens ein klein wenig gebessert. Also gerade mit Controller. Ich könnte, wie sieht es aus mit Trinken? Ich könnte mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ich nehme mal ein Döschen in die Hand. Geht das? In die Hand austauschen. Achso, ich muss erstmal, glaube ich, das Rohr wegpacken. Warte, ich packe mal ganz kurz das Rohr. Steuerung muss ich mich erstmal noch ein bisschen reinfuchsen. Ich lege das mal ganz kurz ab hier. Und dann haue ich mir mal so eine Dings hier rein. Einmal trinken, in die Hand verschieben. Wunderbar. So, trinken wir erstmal ganz kurz was. Ein bisschen auf die Geräuschkulisse achten, falls jetzt einer kommt und mir ein Brett vom Kopf haut, dann ist Feierabend. Dann muss ich mir meinen ganzen Scheiß wieder neu suchen. So, ich nehme mein Rohr wieder mit. Und gerade zur Steuerung, müssen wir uns kurz reinschauen. Wenn du was zum Beispiel was in die Hand legen willst, du musst dir wirklich Gedanken machen, welchen Slot du belegst. Zum Beispiel, wenn du jetzt L3 gedrückt hältst, kannst du dir auf die verschiedenen, ja, ich habe schon eine Pistole gefunden, kannst du dir auf die Slots legen, was du denn als Quick Waffe haben willst. Also hältst du, glaube ich, R1 gedrückt, da kannst du das auswählen, mit X bestätigen und dann hast du genau das in der Hand. Ich hatte es vorher auf Xbox gehabt, das ist aber schon lange her. Da war das noch ein bisschen komplizierter. Da hatten wir Nachladeprobleme, Serverprobleme, hat sich alles ein kleines bisschen gebessert, aber die Framerate, wie gesagt, gut, ich will jetzt hier keinen Guide machen, aber wenn ihr in dem Spiel seid,
hofft nicht darauf, dass ihr sofort Waffen findet, dass ihr sofort gute Ausrüstung findet, denn ihr müsst erstmal, die Karte ist riesig und du musst dir dein Zeug wohl überlegt besorgen. Also, wenn du in Industriegebieten bist, dann kriegst du meistens Materialien oder halt Werkzeug. Wenn du Zombie, wenn du in Militärgebieten bist, dann kannst du auf Waffen hoffen. Wenn du in Häusern und sowas, also Wohngebieten bist, da kannst du meistens nach Essen und Trinken schauen. Und muss mal ganz kurz gucken. Kommen wir hier rein? Mal ganz kurz gucken, hier ein bisschen. Das ist gerade so. Sorry, wirklich. Das ist der einzige Server, den ich momentan gefunden habe, wo ich drauf kam. Die EU-Server sind momentan knackevoll, aber sie laufen echt. Alter, einen Schreck bekommen. Laufen momentan echt stabil. Wenn ich davon ein richtiges Let's Play machen soll, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wer hätte natürlich ziemlich Bock drauf. Also meine Mitspieler momentan, die sind ein bisschen... Ja, die sagen momentan auch, okay, kaufe ich mir momentan nicht, weil... ja, wir haben es in... Oh, guck mal. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen. Das Spiel hat halt... Oh. Hat so seine Macken. Also, da läuft nicht immer alles rund. Ich muss mal ganz kurz schauen. Kurz die Geräuschkulisse. Was habe ich denn jetzt alles eingesteckt? Zombies haben mich gehört. Da unten habe ich eine Jacke. Aber die Jacke scheint ein bisschen kaputt zu sein, oder? Mal gucken wir uns kurz. Zeigt er mir nicht an. Doch, da. Beschädigt. Leg ich mir mal ganz kurz ab. Wie gesagt, ich bin kein Profi im Spiel. Oh, Handschellen. Oh. Gut, ich sage nichts mehr dazu, dass es nicht, dass es wenig Waffen gibt, aber ich habe jetzt zwei MPs. Handschellenschlüssel könnte ich auch gut gebrauchen, falls mich mal einer gefangen nimmt. Also, du kannst das Spiel auch, wie soll man das sagen, Roleplay aufziehen. Also, das heißt, dass du wirklich den Leuten ansagen machst, ey, hier, wir sind bewaffnet, leg dich auf den Boden, dann kannst du die Handschellen anlegen, eine Tüte über den Kopf ziehen und den wieder in die Walachei schicken. Also kann manchmal echt lustig sein, aber ich denke mal, die Anfangszeit werden die Internet-Rambos drauf sein. Also du wirst da groß keine Chance haben, dass du irgendwie weiterkommst. Die meisten Spieler werden sofort zum Anfang auf dich schießen und werden keine Gnade zeigen. Das ist bei dem Spiel... wie soll man das sagen? Da sind halt nicht die professionellen Spieler drauf, da sind eher so die Ballerkinder drauf. Also die wollen dann töten. Das wird sich aber, denke ich, in den nächsten Monaten ändern, wenn sie merken, okay, das bringt nichts. Da werden sich dann einige umstellen und werden sagen, okay, wenn die ganzen Leute mal rumballern, irgendwann wirst du dir auch im Kopf mal, ey, es könnte viel geiler werden, wenn du dich mit dem Typen davon abquatscht. Weil es kann immer sein, zum Beispiel, es gibt Taktiken, dass du halt einen Mann vorschickst, wenn der beschossen wird, dann siehst du ja, wo die anderen geschossen haben. Also da kannst du natürlich einen ganzen Trupp hops nehmen, nur weil du einen vorschickst und fünf andere hinten im Wald warten. Das kann natürlich auch passieren. Also du darfst halt deine Position nicht so schnell preisgeben, sag ich mal so. Das ist nur ein ganz kleiner Tipp von mir. Ich spiele es ja, wie gesagt, ein kleines bisschen schon länger auf dem PC. Bin nicht sehr weit. Also ich habe Freunde, die sind bei knapp über 1000 Spielstunden. Ich bin gerade mal bei 300 oder so. Kannst kurz gucken, ist nichts drin. Musst auch natürlich schauen, wenn du das Touchpad drückst, ob was in den Jacken, wenn die Jacken irgendwo rumliegen, dass nichts irgendwas noch drin liegt. Weil du sagst, Jacke will ich nicht haben, aber manchmal ist noch was drin. Also da kannst du nochmal reinschauen und vielleicht in der Jackentasche vielleicht was zu trinken oder sowas drin. Ja, muss man ganz kurz schauen, nicht, dass da hinten irgendwelche rumwurschteln. So, bisschen Loot, bisschen suchen. Was haben wir hier? Ist da noch was drin? In der Jacke ist auch nichts. Aber wie gesagt, looten ist hier... Eigentlich das Wichtigste, such dir dein Zeug zusammen. Du kannst auch Auto fahren. Du wirst schrottreife Autos finden. Du musst dann halt, ja, den Kühler besorgen, meistens Motorteile besorgen, Benzin besorgen, Türen besorgen, Reifen besorgen. Also, du kannst nicht einfach in irgendein Auto steigen und losfahren, denn wir sind hier in der Apokalypse. Hier wird einiges schrottreif sein. Also, du wirst hier nichts Heiles finden. So, was haben wir denn hier hinten? Hier ist nichts. Natürlich auch aufpassen, das ist jetzt nicht andere Spieler, weil das Server ist echt gerade knackevoll. Hier, das ist nichts. Wie gesagt, ich mag das Spiel. Der Preis ist momentan echt happig für eine Skimaske. Kann ich mir mal anziehen. Aber wie sieht das ohne Helm aus? Die sieht ein bisschen bunt aus. Oh Gott! Ja gut, blaue Skimaske ist nicht gerade... Muss natürlich auch ein bisschen unauffällig durch die Gegend laufen. Mit der blauen Skimaske gut bei... Ich hab das... Ich schwenk immer wieder um. Ganz zum Anfang hatte ich ein paar Server ausgetestet, wollte auf EU-Server, niederländische Server,
war alles dunkel. Da war es Nacht und du kannst nachts wirklich gar nichts sehen. Da musst du schon eine Taschenlampe bei haben oder halt eine Fackel oder sonst irgendwas. Dann bist du natürlich aber auch total auffällig. Also wenn du siehst, dass Server halt niedrig besiedelt sind, dann ist meistens da nachts und da ist nichts los, weil du siehst einfach wirklich gar nichts. Es ist gut. Es gibt hier keinen Strom. Es ist wirklich so dunkel, dass du nichts sehen kannst. Wo gerade sind bei Strom. Ach, ich quatsche halt zu viel. Es gibt auch Stromgeneratoren, die du auffüllen kannst, selber Strom erzeugen kannst, gerade bei Hausbau und sowas alles. Ich habe es noch nie gemacht. Sorry, Freunde, wenn ich hier Quatsch rede, aber ich habe gestern einen Stromgenerator gefunden. Ja, es gibt Stromgeneratoren. Ich weiß nicht, wie es abläuft. Ich habe gestern auch noch ein Zelt gefunden, Tarnnetz gefunden. Das heißt, du kannst dir dein Zelt aufstellen. Also ich habe... Oh, hier ist eine Autobatterie. Eine LKW-Batterie, siehst du, Batterien musst du auch noch für die Fahrzeuge finden. Hatte ein gutes Zelt gefunden, eine Militärbasis, hab mir das dann auch mit einem Tarnnetz abgedeckt. Kannst du dich dann irgendwo im Wald aufstellen, kannst dir meinetwegen Lagerfeuer machen, Kochtopf und kannst dann Essen kochen. Zum Beispiel, wenn jetzt, es gibt ja mehrere Tiere, die auch hier rum. Da können wir die mal ganz kurz ablegen. Und dann nehmen wir die dunkle dann mal mit. Ich weiß, die ist vielleicht ein bisschen kaputt, aber erstmal egal. Also, du kannst Tiere erledigen, zum Beispiel Hühnchen, Kühe und so weiter und so fort. Und das kannst du dir dann das Essen halt kochen. Weil Rohfressen ist halt nicht, ne? Kannst halt ein paar Probleme mitbekommen. So, ich habe noch gar nicht getestet, wie auch hier sprechen. Ja, mit den Leuten musst du auch interagieren, grüßen, kannst du salutieren. Also, dass du, falls du kein Mikro da hast, vielleicht den Leuten mal ein Zeichen geben kannst, dass du vielleicht nett bist. Wie gesagt, wird anfangs nicht klappen, weil die Internet-Rambos da sind. Den wird aber irgendwann langweilig, weil wenn sie zigmal sterben und tausendmal alles neu looten müssen, weil das ist ja alles weg, wenn du stirbst, da haben die irgendwann keinen Bock mehr drauf und sind dann irgendwann weg von dem Spiel. Ganz praktisch. Zum Anfang ein kleiner Tipp. Du startest ja immer am Strand. Am Strand ist natürlich am meisten los. Lauf ins Landinnere, lauf durch Wälder und such Pilze. Pilze sind, kannst du auch auf Koppeln sehr gut finden. Da gibt es meistens die Bovisten. Wenn du Pilze sammelst, die geben dir Essen und Trinken, kommst du eigentlich recht gut zurecht. Also, wenn es dir mal nicht so gut geht, haust dir ein paar Pilze rein. Also nicht die Pilze, die machen. Also die roten besser vermeiden. Such dir weiße Pilze oder Steinpilze. Hau dir die rein, geben Trinken und Essen. Ganz am Anfang würde ich dir empfehlen, lauf am Strand ein kleines bisschen lang und ihr seht ja meinen Loot, den ich schon habe. Das ist großteils, weil ich die Boote gelootet habe. Ich kann da mal ganz kurz gucken, ob wir noch hier irgendwo ein Bötchen haben. Schauen wir mal ein bisschen rum. Ja, da war ein kleiner Ruckler eben gewesen. Ansonsten, es ist ein gutes Spiel. Ich weiß, einige werden mich jetzt fragen, viel zu spät, hoher Preis und so. Vielleicht sinkt der Preis irgendwann, du musst es dir ja nicht sofort kaufen. Du musst ja nicht sofort sagen, ey, sofort kaufen, will einem mit der Ersten sein. Die Server werden, denke ich mal, auch später noch leerer, weil die meisten dann keinen Bock haben. Stabil läuft es ja, bloß die Framerate momentan, ihr seht es, wenn ich mich hin und her bewege, die ist... Ich nehme zwar mit 60 FPS auf, aber 60 FPS kommen halt nicht drüber. Ich bin gerade bei 35 ungefähr. So, hier haben wir mal so ein Boot. Und wie der Zufall es will, ach, das was zu trinken, guck. Einfach die Boote am Anfang alle looten, rennst hier ein bisschen rum und nimmst dir alles mit, was hier rumliegt. Weil die meisten rennen immer sofort in die Dörfer, aber ich trinke das gleich mal, oder? Habe ich das nur in der Hand? Ah, ich hab die Spaghetti-Dose in der Hand, warte mal. Die legen wir mal ganz kurz ab. Ich nehme mir mal nochmal was zu trinken in die Hand. So, da tauchen wir uns mal schnell rein. Ganz kurz gucken, dass hier keiner da ist. Übrigens, ja, wenn jetzt wieder Fragen kommen, kann man das Spiel in Ego-Perspektive spielen? Die R3-Taste, zweimal drücken, du bist in der Ego-Perspektive, da kannst du halt in der Ego das Spiel spielen. Klamotten und sowas alles musst du dann halt überlegen, was du halt suchen willst, dass du auch vielleicht hübsch aussiehst. Also, klamottentechnisch gibt es hier eigentlich sehr viel. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, du kannst die Klamotten sogar färben. Also, falls dir die Farbe nicht passt, kannst du färben. Kannst dir auch Messer suchen, kannst dir Baumrinde abschaben, falls du Feuerchen machen willst oder dir bestimmte Waffen selber bauen kannst. Das Crafting-System, ich hab's noch nicht drin. Das Crafting-System, ich meine, wenn ich eine Videospielreihe davon mache, vielleicht Crafting-System, vielleicht krieg ich's irgendwann hin. Weil du hast nichts vorgeschrieben. Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas hast, oder kann ich das hier, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht in die Hand nehmen. Geh mal auf die Waffe, da steht nichts da. Normalerweise steht unten dann auch noch kombinieren. Da kannst du halt mehrere Dinge kombinieren. Ich fress gleich mal die Birne. Dann kannst du halt, ja, ich wiederhole mich. Du kannst kombinieren und dann hast du halt
Bessere Ausrüstung, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es geht, auf einen Baseballschläger mit Nägeln und Panzertape und dann kannst du dir halt Nagel-Baseballschläger machen. Oh, guck, ich habe eine Trophäe bekommen. Ha! Ich wusste gar nicht, dass es hier Trophäen gibt. Ja, gut. Will jetzt nicht den ganzen Tag den Mund fusselig quatschen. Ich werde jetzt gleich noch, denke ich mal, eine Runde zocken. Wenn du sagst, spiel's, ne? Gib ein Like, schreib's in die Kommentare. Ich werde es sowieso spielen, aber ob ich es aufnehmen werde, weiß ich halt nicht. Mal gucken. Ich brauche zumindest ein paar Leute. Ich weiß nicht, ob Akantor, Minifuzzi und so. Wäre zwar geil, wenn die mitmachen würden, weil das Spiel hat eigentlich Potenzial. Auch wenn viel Hass drauf ist, weil das Spiel seit 2014 stand es im PlayStation Blog drin, dass es kommt. Jetzt ist es erst gekommen. Oh, Taschenlampe. Habe ich Batterien drin? Ne, keine Batterie drin. 9-Volt-Batterie fehlt das natürlich, also gibt es noch kein. Rucksack. Ha! Er läuft ganz gut jetzt. Guck, gleich zum Anfang ein bisschen guten Loot. Geh mal weg, Trophäe. Will mal gucken, ob hier was ist. Was ist das? Batterieladegerät, okay. Falls die Batterien mal alle sind. Wie gesagt, du musst dir hier sämtlichen Scheiß selber zusammensuchen. Du kannst nicht einfach darauf hoffen, dass du gleich zum Anfang ultra-equipped bist und jeden niedermetzelst, der den Weg kommt. Jetzt renne ich hier mit der Taschenlampe rum. Wenn Türen offen sind, war meistens schon jemand drin, aber egal, ich gucke trotzdem nochmal rein. Vielleicht war ein Server-Neustart. Gut, Freunde. Das war's erstmal zum Angespielt. Habe ich jetzt natürlich nicht viel gezeigt. Es ist ein Angespielt. Das heißt nicht, dass ich hier komplett weit bin. Ne? Nichts drin. Gut. Mal hier im Folgenpäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Reinschauen. Wenn du noch mehr sehen willst, du weißt, wie es funktioniert, in die Kommentare schreiben. Und ja, dann mache ich hier erstmal Folgenende. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich verstecke mich jetzt gleich und logge mich aus. Übrigens, wenn du dich ausloggst, bleibt dein Charakter nicht in der Spielwelt. Du bist also komplett weg. Aber trotzdem, wenn du dich wieder einloggst, kommst du genau an der gleichen Stelle, egal auf welchem Server du bist. Gut, jetzt aber wirklich. Haust rein, mach's gut. Ciao.